Laut Armee wurden seit Inkrafttreten gestern Abend keine Raketen mehr aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Dessen Luftwaffe stellte die Angriffe ein. Seit Freitag hatten die militanten Palästinenser hunderte Raketen auf israelische Ortschaften abgefeuert. Sie reagierten damit auf eine Militäraktion Israels, in deren Verlauf Anführer des islamischen Dschihads, aber auch Zivilisten getötet wurden. In Tel Aviv ist ARD-Korrespondent Christian Limpert. Wie ist es denn gelungen, diese Waffenruhe herzustellen? Also nach unseren Informationen war es am Ende wohl vor allem die Vermittlung Ägyptens, die für diese jetzt dann doch schnelle Waffenruhe verantwortlich ist. Kurz vor Inkrafttreten dieser Waffenruhe gestern um 23.30 Uhr Ortszeit haben beide Seiten auch nochmal explizit auf die Vermittlerrolle Ägyptens hingewiesen. Also das ist wohl wirklich zum Großteil der ägyptischen Vermittlung zuzuschreiben. Gleichzeitig haben aber trotzdem gestern auf beiden Seiten schon deutliche Stimmen klargemacht, dass auf beiden Seiten eine Waffenruhe auch greifbar wird. Auf israelischer Seite hieß es gestern aus Sicherheitskreisen, dass man ja alle Ziele erreicht habe. Und aus Gaza haben wir vor allem aus dem Umfeld des islamischen Dschihad gehört, dass der Unmut über diese Eskalation groß geworden ist, vor allem weil es eben auch Todesopfer in Gaza gegeben hat, die man selbst verschuldet hat durch den Beschuss, also durch Raketen, die im palästinensischen Gazastreifen runtergegangen sind. Begonnen hatte diese Eskalation aber wohl durch israelische Luftangriffe im Gazastreifen. Was sollten denn diese Angriffe bewirken und was ist am Ende erreicht worden? Also man muss sagen, es war eine Militäroperation des israelischen Militärs, die genau genommen letzten Montag begonnen hat mit der Verhaftung eines Anführers des islamischen Dschihad, nicht im Gazastreifen, sondern im palästinensischen Westjordanland. Auch dort ist der islamische Dschihad zunehmend aktiv und das ist eben der Grund gewesen für Sicherheitsberater des israelischen Militärs zu sagen, wir müssen gegen diese Terrororganisation was unternehmen. Es gab dann auch konkrete Anschlagspläne und da hat dann eben das israelische Militär wohl entschieden, zum Wochenende hin diese beiden gezielten Tötungen zumindest zu planen und durchzuführen. Das heißt, diese Eskalation war sozusagen erwartbar. Am Donnerstag hat das Militär dann bereits damit begonnen, die Bevölkerung auch auf dieses Wochenende vorzubereiten. Schutzräume wurden geöffnet. Also man kann sagen, es war eine einwöchige Eskalation, die jetzt möglicherweise vorerst wieder zur Ruhe gekommen ist. Und es ging, das sollte man noch mal betonen, um den islamischen Dschihad und eben nicht um die Hamas, die normalerweise die Hauptrolle spielt im Gazastreifen. Welche Rolle spielt der islamische Dschihad bei den Palästinensern? Also der islamische Dschihad ist eine militante Vereinigung, die von Israel und auch von der Europäischen Union als Terrororganisation eingestuft wird. Und Sicherheitsexperten sind sich hier einig, dass diese Terrororganisation direkt koordiniert, kommandiert und auch finanziert wird vom Iran, also aus Teheran. Und das unterscheidet sie eben zur Hamas. Das heißt, der islamische Dschihad wird direkt aus Teheran sozusagen beauftragt. Die Hamas ist dann doch eine eigenständige sozusagen Regierungsorganisation. Und bei den Palästinensern selber hat der islamische Dschihad jetzt natürlich nicht den großen Rückhalt. Viele Menschen dort lehnen dieses Militante, dieses Islamistische auch ab. Nichtsdestotrotz ist der islamische Dschihad auch eine Vereinigung, die inzwischen mit der Hamas besonders im Gazastreifen um die Vormachtstellung kämpft. Mhm. Hat das mit dieser Konkurrenzsituation zu tun, dass sich die Hamas in diesem Fall nicht militärisch eingemischt hat? Das ist auf jeden Fall ein Grund. Der deutlich wichtigere Grund ist, dass die Hamas momentan durch diese Eskalation viel zu verlieren hat. Man muss überlegen, täglich dürfen ja 15.000 Tagesarbeiter aus dem Gazastreifen nach Israel, um dort Geld zu verdienen. Dieses Geld wird in Gaza gebraucht. Das heißt, für die Hamas waren die wirtschaftlichen Konsequenzen, die wirtschaftlichen Folgen dieser Eskalation gerade enorm. Auch die Hamas möchte ihre Machtposition weiter ausbauen. Das geht eben auch durch wirtschaftliche Aufschwung, wenn auch in sehr überschaubarem Maße. Das heißt, die Hamas war überhaupt nicht interessiert daran, diesen Konflikt jetzt eskalieren zu lassen. Und was der Hamas nach unseren Informationen auch wirklich sehr überhaupt nicht gepasst hat oder worüber sie sehr verärgert war, das waren diese Schäden auf der eigenen Seite, Todesopfer,
die durch die Raketen, durch fehlgeleitete Raketen des islamischen Dschihad verursacht wurden im Gazastreifen. Also darüber war die Hamas sehr wütend. Nun hält die Waffenruhe offenbar, aber natürlich ist die Frage, wie lange? War das jetzt nur eine Runde in einem endlosen Konflikt? Also wie immer nach solchen Waffenruhen oder nach solchen Eskalationen ist damit ja der Nahostkonflikt nicht gelöst. Das heißt, man muss abwarten, ob die Waffenruhe jetzt die nächsten Tage hält. Es gibt Stimmen, die sehen das pessimistisch, die sagen, es wird damit zu rechnen sein, dass der islamische Dschihad doch nochmal in irgendeiner Form reagiert. Und dann wiederum wäre die Reaktion Israels umso heftiger. Andere Beobachter sagen, man kann davon ausgehen, dass jetzt erstmal wieder Ruhe einkehrt. Wie gesagt, der Nahostkonflikt ist damit nicht gelöst. Wir beobachten heute Morgen, dass zum Beispiel der Grenzübergang Erez bereits wieder geöffnet hat. Also das spricht zumindest dafür, dass beide Seiten es momentan sehr ernst nehmen mit einer Waffenruhe und mit einer Beruhigung der Lage. Danke, Christian Limpert in Tel Aviv.